Hallo, schön, dass du das Video angeklickt hast. Willkommen zum Orakelspiel. Ich erkläre kurz, worum es geht und dann geht's auch direkt los. Ich lasse hier bei FIFA zwei legendäre KIs gegeneinander spielen oder bei PES auf dem Schwierigkeits-Superstar im Co-Trainer-Modus. Sprich, ich spiele niemals selber. Das Ganze wird von der CPU bestimmt und natürlich kann ich dann auch für den Ausgang des Spiels nichts. Also, wenn deine Mannschaft verliert, ich kann nichts dafür, ich hab's nur kommentiert. Leute, ich möchte euch bitten, nicht auf diese Ergebnisse irgendwelche Wetten abzuschließen. Es ist rein für die Unterhaltung. Es ist als Unterhaltungsvideo gedacht, um euch eine Vorfreude auf die EM zu machen. Bitte wettet nicht auf diese Ergebnisse. Es soll einfach nur Spaß machen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Orakelspiel. Hau rein! Jetzt geht die EM 2024 los. Gesucht wird die beste Mannschaft des Kontinents. Hallo liebe Fußballfans, ich möchte Sie recht herzlich hier im Volksparkstadion begrüßen, wo dieses Spiel heute ausgetragen wird. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Heute haben wir das erste Gruppenspiel der EM 2024 für Sie im Angebot. Tschechische Republik gegen Türkei. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen, beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte, von daher dürfte es interessant werden. So, klasse Pass. Den kann er blocken, sah gefährlich aus. So geht die tschechische Mannschaft in dieses Spiel. Sie wählen das 3-5-2. Ungewöhnliche Taktik, sagen manche. Ich bin gespannt, wer da welche Rolle spielen soll. Ist eine sehr offene Taktik, sehr flexibel, sehr variabel, so wie das im modernen Fußball ist. Da könnten sie jetzt in Führung gehen. Guter Befreiungsschlag hier. Wir schauen auf die Aufstellung der Türkei. Gucken wir kurz auf die Formation, Buschi. Ja, sie treten hier heute im 3-5-2 an, werden also versuchen, das Mittelfeld zu dominieren. So langsam wird es gefährlich. Vielleicht die Führung jetzt. Frühes Tor, immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Die Wiederholung dieses Treffers und wir sehen, muss kämpfen, bleibt aber am Ball. Und dann dieser nervenstarke Abschluss. Das ist ein schönes Tor. Jetzt kann es weitergehen. Die Tschechische Republik liegt hier nun also mit einem Tor zurück. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Aber jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Richtig, dass er hier pfeift, das war ein Foul. Sünci. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Suček. Enes Hünal. Celik. Schön den Ball abgeschirmt. Sie machen Druck auf ihn und so geht der Ball raus. Suček. Dudera. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut.
Das muss es fast sein. Paris! Es läuft für sie. Er macht das Tor. Neue Führung damit also. Zwei Tore. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Null steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Barak. Da fangen sie den Pass ab. Die tschechische Mannschaft kommt. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Enes Ünal. Einwurf für die tschechische Mannschaft. Zima. Jurasek. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig. Er schirmt den Ball ab. Adam Ložek. Die Tschechische Republik mit dem Angriff. Da muss er hin und holt sich den Ball. Celi. Sie verlieren hier den Ball. Da haben sie die Chance. Gut gehalten, weiter gefährlich. Zieht gut zurück. Oh, kein Tor. Schöner Ball, das war eine große Chance. Baris. Arda Güler. Kökçü ist das. Enes Ünal. Çelik hat den Ball. Wichtig, dass er da klärt. Süncü. Kökçü ist das. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Jetzt hat er den Ball. Das nächste Tor. Die Abwehr erneut machtlos. Die Führung damit 3 Tore. Das war fast schon abzusehen, dass das Tor fallen würde. Sie lassen den Ball nur kurz laufen, haben die Übersicht, dieses Auge und dann bekommen sie eben am Ende auch die Chance. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Dudera. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Nachspielzeit wird angezeigt. 1 Minute. Enes Ünal. Zurück zu Ünal.
Jetzt erstmal Pause. Die erste Hälfte ist vorbei. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Da kann er sich den Ball holen. Jetzt in der Anspielstation. Schwanschara. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Enes Ünal. Adam Lozic. Dudera. Ball bei Antonin Barak. Da haben sie jetzt den Ball. Çalhanoğlu. Çelik. Frühes Pressing. Sofort ist der Druck da. Und jetzt haben sie den Ball. Oles. Gute Chance jetzt. Klasse Ball gewinnen. Vielleicht machen sie jetzt was draus. Das ist Antonin Barak. Super gemacht. Gute Verteidigung. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Çalhanoğlu. Çelik. Super dazwischen gegangen. Guter Vorstoß da jetzt. Kökçü. Das ist die Chance. Starke Parade. Bekommen Sie doch den Nachschuss. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Guter Einsatz. Ball ist im Aus. Es gibt Einwurf. Barak. Zima. Ja, das ist ein guter Pass. Der ist drin! Wir schauen uns noch mal an, wie dieses Tor entstanden ist. Da ist die Flanke. Und dann sehen wir natürlich, dass er da den Ball nur noch einnicken muss. Ah, das ist keine Anstrengung. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Ferdi Kalioğlu. Aktürkoğlu. Kökçü ist das. Enes Ünal. Çalhanoğlu. Enes Ünal. Kavici! Gehalten, aber die Chance ist noch nicht vorbei. Gefahr erstmal bereinigt. Antonin Barak. Dass sie hier so deutlich vorne liegen, das hat natürlich eine ganze Menge mit der sensationellen Chancenverwertung zu tun. Das ist herausragend. Ball im Aus, Gedecke. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel.
Er geht dazwischen. Es wird Einwurf für die Tschechische Republik geben. Klasse Aktion. Jurasek. Die Tschechische Republik mit dem Angriff. Adam Lozek. Da ist die Chance. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Er hat den Ball. Ja, aber die Parade vorher, die war sensationell. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Das ist Antonin Barak. Sie halten den Eckball. Ecke kommt in die Mitte. Ein wenig zu hoch angesetzt. Den hat er förmlich geahnt. Das ist Antonin Barak. Torschuss. Geht hier noch was? Es schien aussichtslos, aber jetzt sind sie bis auf ein Tor dran. Was für eine Schlussphase. Wunderbar, wie er diesen Ball ins Netz zimmert. Was für ein Tor. Unhaltbar. Also den Abschluss kann wahrlich nicht jeder. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Irfan Can Kaveci. Ja, guter Pass. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Mit dem knappen Rückstand für die Tschechische Republik geht es hier jetzt dem Schlusspfiff in dieser Partie entgegen. Wo sind ihre Stärken? Wo ist diese offensive Spielfreude, die jetzt gefragt wäre? Also, so bekommen sie die Wende nicht mehr hin. Jetzt sind die Schlüsselspieler gefragt. Suček. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Dudera. Da kommt die Hereingabe. Aus dem Angriff wird also nichts. Aktür Koglu. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Zima. Dudera. Das macht er sehr gut. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Ist das hier die Entscheidung? Gut abgeblockt. Entscheidung liegt hier in der Luft bei dieser späten Ecke. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Das ist die Möglichkeit. Und damit war es das für heute. Schlusspfiff. Die Gastgeber haben also verloren. Knappe Niederlage, gut gespielt, aber da kann man sich nichts für kaufen. Es hat nicht viel gefehlt, es waren Kleinigkeiten, aber ich glaube, das ist kein echter Trost. Das war gut, was er heute angeboten hat.
Gute Leistung von ihm heute und am Ende ist ja auch ein Sieg dabei rausgesprungen. Ich glaube, der hat allen Grund zur Freude.